Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tag World 2. So, ich habe mir ganz schnell was offscreen gemacht. Und zwar hatte ich keinen Bock, da drüber zu latschen, hier zum Rotary Craft Gebäude. Und habe das ganz eben mal so gemacht. Ich habe jetzt hier mal zu einer Diatruhe geupgradet, damit das ich hier in Ruhe anschauen kann. Das wird dann hier weitergeleitet. Währenddessen kann ich hier nochmal die Sachen mitnehmen. Zwar nicht alle, aber ich wollte schon ein paar Sachen mitnehmen. Das geht dann unterirdisch hier den ganzen Weg entlang. Dann müssen wir hier runter. Und hier habe ich dann jetzt noch einen Redstone-Furnace hingeklatscht, der das dann alles verarbeitet. Ich würde sagen, es ist eine bessere Lösung, als dann hin und her zu latschen. Das habe ich schon mal sowas automatisiert. Geht besser, aber ist schon mal etwas. So, jetzt muss ich aber ganz schnell hier die ganzen Barren wegschmeißen. Alter, wir haben 3500 Eisen, das darfst du keinem erzählen. So, ich bin natürlich vorbereitet, so wie immer. Ja. Was ich nochmal ganz schnell zeigen möchte. Jetzt. Alter. Ich habe euch ja letztens hier in der gestrigen oder vorgestrigen, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, habe ich ja hier mit angefangen und ich zeige es aber immer noch nicht, wieso da noch einer ist, der grau ist, habe ich immer noch nicht gefunden, aber so ein Beiprodukt kannst du mal gebrauchen. Auf jeden Fall da. Da! Sorry, aber du wirst geschlachtet. Gut, haben wir das auch erledigt. Du wirst auch genotschlachtet. Deine Wolle können wir dann schon mal als Treibstoff verwenden. Ich finde das immer noch so Wort von retarded, einfach aus pinker Wolle Energie zu machen. Wir müssen aber irgendwie noch schauen, dass wir die noch ein bisschen darüber kriegen. Aber, naja, egal. Auf jeden Fall, es war ja die effizienteste Methode, aber ich fand es mal recht lustig, so zu machen. Wow, da hab ich's gerade geruckelt. Ich merke auch, ich habe noch Steam offen und... Nee, HP möchte ich nicht schließen. Kann sein, dass ich auch drucken muss, aber... Naja, das ist eh keine Leistung. Okay, bevor ich jetzt weiter blöd rumschwafel und nicht in die Pette komme. Was wollen wir heute machen? Wir machen heute was mit Applied Energy Sticks. Und wenn wir mal auf Add Applied Energy Sticks gehen, dann sehen wir jede Menge Zeug. So, das war es, was ich heute machen wollte. Natürlich nicht. Also, was ich heute machen wollte, ich wollte mich heute mal mit der sogenannten ME Assembler Molecular Containment Wall oder so weiter auseinandersetzen. Wer nicht weiß, was das ist das automatische Crafting-System von Applied Energy Sticks. Und ich sehe schon wieder die Kommentare. Dann machen wir mal weiter mit Applied Energy Sticks. Ich finde ja Applied Energy Sticks richtig cool. Auf jeden Fall, dafür brauchen wir was Platz. Und hier wäre das dezent schlecht, merke ich gerade. Schaffen wir das hier rein. Ja, das sieht gut aus. Dann müssen wir das hier nur noch so ein bisschen dicht machen. Der ist ja dicht, wie drückt er auf? Haben wir bestimmt irgendwie was bei gedacht. Ach, da ist ein Cover. Wieso ist denn da ein Cover? Verstehe ich nicht. Na gut, ich wollte ihn halt dann was in die Erde einlassen. Und gleich gibt es wieder zu lachen, doch fängt an zu rechnen. Kann sein, dass ich das über ein, zwei Folgen strecken muss. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wie lange ich dafür brauche, weil es wird einiges an gecraft sein. Und jetzt fällt mir auch schon sofort wieder ein, damals, als ich hier noch was sehr viel mit Zigorin zu tun habe. Ich sage jetzt bewusst damals, weil momentan haben wir jetzt nicht so wirklich zu viel zu tun, finde ich. Ich meine, wir sind immer noch gut dabei, aber naja. Kontakt könnte besser sein. Auf jeden Fall, einer auf dem Teamspeak von Zigorin hatte seinen
Crafting Cube hatte der immer Klotzi genannt, das fand ich immer so genial. Aber naja. Wisst ihr was? Ich nenne jetzt einfach den Crafting Cube Klotzi 2.0. So, ich wollte ihn ungefähr so aufbauen. Gut, was wir dafür brauchen. Ich muss erstmal kurz rechnen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ne, 1, 2, 3, 4, 6. 5 mal 6, okay. Ich sag euch Leute, jetzt wird das lustig, jetzt könnt ihr lachen. Das fängt an zu rechnen. Wir brauchen auf jeden Fall davon. Jede Menge. Davon mache ich mal 26. Und verdammt, da war ja was. Gold ist ja Mangelware. Okay, auf jeden Fall. Das wird dann erstmal so aufgebaut. Das ist hier am Randum. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ein so krass das Gold ausgehen wird. Haben wir hier schon? Hier mal Gold. Das. Nein. Ich merke auch wahrscheinlich nichts mehr zu essen dabei. Iridium, ich habe schon wieder Iridium gelesen. Und hier bekomme ich natürlich die Emeralds nachgeworfen. Ich hatte eben noch mal ein bisschen Attack of the B-Team gezockt und da ist das Einzige, was ich wirklich nicht habe. Na, wer kann es erraten? Richtig. Eine Emerald. Haben wir unten schon Gold? Das habe ich jetzt total verpeilt, da nachzuschauen. 30. Das ist nicht die Welt. Auch mal wieder etwas. Ich mache da jetzt noch mal so viel wie geht, 7 Stück. Und dann können wir mal noch schnell ausrechnen, wie viel uns da noch fehlt. Dürfte auf jeden Fall wohl nicht mehr so viel sein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 8, 11, okay, 11 brauchen wir noch. Das heißt, wir brauchen noch Gold. Ja, ich bin ein echter Genius, das merkt man. So. Mal schauen, ob da noch was Gold da ist. Komm, die Goldflex, die werfe ich jetzt hier rein. Die brauchen wir momentan mehr als alles andere. Und Cadmium brauchen wir auch gerade nicht. Kann ich noch die letzten Sachen nehmen? Ja, ich weiß. Auf jeden Fall, wir werden danach noch Heatvents brauchen. Das sind quasi die Wände davon. Oh, ich finde es so schön, einfach rauszuschauen und den Schnee zu sehen. Ich liebe Schnee einfach. Okay. Ach, ich weiß, was das ist, ja. Hier wäre Sky Factory von Trivolo und Streetiger gesehen hat, der weiß, was die Singularity machen kann. Ich wüsste jetzt nicht genau, was ich damit machen soll. So, 39 Gold, das ist schon wieder sehr schön. Gut. Das da hinten habe ich auch noch ein bisschen bearbeitet, fällt mir dazu ein. Zeige ich euch gleich mal. Wir haben 11 gebraucht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das darf jetzt nicht wahr sein, ne? Ich kriege einen Schreikrampf. Und wir haben es fast fertig. Oh, bitte sag, hier ist noch irgendwie Gold angekommen. Verdammt. Können wir nicht irgendwie Eisen in Gold umwandeln oder so? Aus Hardrive kriegt man. Okay.
Warte, ich weiß, wo wir noch Gold haben können. Ja! Wir haben Gold. Und es ist hier Gold angekommen, ne? Da habe ich gerade Goldflakes gesehen. Wieso waren da Goldflakes? Ich will die Goldflakes haben, die da waren. Das war meine. Ich will die Goldbarren. Ey, das ist aber krass, wie uns einfach mir dauerhaft das Gold fehlt. Aber naja. Gut, Kaffee ist getrunken. In der Zwischenzeit kann ich mir schnell zeigen, was ich noch so gemacht habe da drüben bei der Baumfarm. Also, Problem war einfach hier bei der Baumfarm. Ich gehe da jetzt mal bewusst hier vorbei. Hier in der Truhe hat sich alles angesammelt. Holz und so weiter, das kam nicht durch. Hier ist dann langsam auch schon einiges dabei. Und das habe ich jetzt so gelöst, dass hier noch zwei Deep Storage Units sind. Damit das hier schön angeschaut werden kann. Und wieso ist der Rubberboot drin? Ah ja, ich weiß. Ja, ist ja gut, ich bin schon weg. Heiß im Klartext kann angeschaut werden und das ist dann in der Zwischenzeit, wird das trotzdem weitergebraten und so weiter. Werde ich dann irgendwie, wenn ich die Map mal zum Download freistelle oder so weiter, muss ich mal schauen, dass ich das dann irgendwie hinkriege, dass das dann irgendwie keine Lex produziert oder so. Ich glaube, wir wollten eine ruhige Map. Wow. Geht aus. Jetzt sag nicht die Ender. Da habe ich dann noch ein paar Stacks Enderperlen nach. Ist auch gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sollte wieder für die nächsten drei Jahre reichen. Ja, da müssen wir halt dann doch ab und zu nochmal ein paar Enderperlen nachschmeißen. Aber ich meine, wir haben ja erstmal genug. Sagte er, bis ihm die Enderperlen ausgingen. Ich will hoffen, dass er jetzt ein bisschen nach. Ja, langsam hat er sich erholt. Ja, dann mach die nochmal auf. Dann lass. Komm, tu, weil ich verpasse mit denen dann mal einen halben Stack. Tun wir hier noch ein paar Honigfarben rein. Also ihr merkt schon, die Diabinen sind so im Singleplayer nicht so wirklich hochproduktiv. Aber naja, kommt mal hier die Enderperlen rein. Ach verdammt, ich wollte ja nach dem Gold schauen. Ich würde auch langsam ganz gerne was mit der Plight Energy 6.2 machen. Also ich finde den Mod langsam richtig cool. Also er sah ja am Anfang echt krass. Bei mir persönlich so danach aus, als ob es nicht mehr lohnenswert war, der Aufwand, dass ich ja erst die ganzen Meteoriten suchen muss und so weiter. So, das haben wir. Aber naja, was er dann da noch damit allerdings machen kann, finde ich ja doch recht cool. Halt, dass das jetzt wirklich zwei Mods in einem behält, also Extra Cells und Applied Energistics. Auf jeden Fall, das hier ist jetzt hier der Rahmen. Sieht erstmal komisch aus, so, sehe ich ein. Was wir noch brauchen, sind ME Heat Vents. So, ME Heat Vents. Nee, Heat Vents, nicht Beatery. Dafür brauchen wir das. Davon haben wir so gut wie gar nichts. Das heißt, wir brauchen ein paar Iron Bars. Da mache ich jetzt mal zwei Stacks. Und wir bräuchten ME Cable. Und dafür bräuchten wir Fluix Dust. Ich wette, das war jetzt aber wieder ein Riesenfehler, dass wir keins. Ihr wisst schon haben. Egal. So, dann mache ich jetzt erstmal so 12 Stück.
weil wir davon brauchen nicht so wirklich viel. Das ist halt diese Außenwände und der war schon wieder falsch. 3, 1, 2, 1. Okay, 8, 16. Ja, da schaffst du das. Ich glaube an dich. 28. 34 brauchen wir davon erstmal. Ihr wisst aber, ihr seht jetzt gleich auch erstmal, wieso nur 34? Weil der muss noch was innen drin bekommen. Mach mal eben nochmal zwei Stacks. Wer weiß, wofür man die noch alles brauchen kann. Na, machen wir das so. Dann habe ich das schnell am Blick. 34 von denen. Oh, sieht doch so aus, als ich das in einer Folge schaffe. Oh, vielleicht braucht er nicht. So, der ist dann jetzt schon mal soweit verkleidet. Was der jetzt an Indien braucht, das ist einmal ME Crafting CPUs. Und wo ist das andere? Also ein Pattern Provider. Ich glaube ja. Auf jeden Fall, wir brauchen Quarting CPUs und mindestens einen Pattern Provider. So. Pattern Provider brauchen wir eine Conversion Matrix für. Wir brauchen auf jeden Fall das hier. Ach, hier war auch noch ein Kabel, sehr schön. Gut zu wissen. Hier, ja, ich frage mich nicht, wieso ich das da rein tue, aber okay. Wir aber von, ja, okay. Ach, ihr wollt mich doch jetzt. Machen wir mal 5 Stück. Dann brauchen wir von denen ein paar. Boah, bleib doch einfach da, du Scheißteil. Davon mache ich jetzt einfach mal. 9. Die schmeiße ich dann mal schnell hier rein. Ja, hier haben wir noch Leder von der letzten Aktion, von der da hinten. Könnte man vielleicht mal schauen, dass wir ein paar Herzen dazu machen, aber das ist Schwachsinn, finde ich irgendwie bei so einem Modpack. Ist hier wieder Gold angekommen? Gold? Hast du Gold? Nein? Oh Mann, aber ich will nur Gold. Zinn und Alu. Oh, naja, die hier. Ja, jetzt habe ich ja quasi zwei Quests gleichzeitig laufen. Sieht man auch schon schön hier dran. Nett Tweet von Trivolo. Ich hole euch ein. Nicht, dass ich, ja. Und so. Oder so ähnlich. Ja, ich muss noch ganz ehrlich zugeben, da haben uns Street und Trivolo haben uns ganz sehr, also Crazy und mich ganz ehrlich geschlagen. Wir waren damals verletzt, dass wir den 1 oder 2, 3, 8-fach Kompressor haben und die hatten irgendwie 8. Da muss ich meinen Hut ziehen. Muss ich ganz ehrlich eingestehen. Wir haben den Krieg verloren. Okay. Auf jeden Fall haben wir schon mal eine Pattern Provider. So, und ich merke gerade, das schaffen wir doch nicht mehr alles in einer Folge. Was der Pattern Provider macht und die Crafting CPUs, das zeige ich euch in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Gebt einen Daumen nach oben und Kritik in die Kommentare und so weiter. Und ich glaube, ich habe gerade mit der Absage total verhauen. Naja, ich würde sagen, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.